Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal zu einem FAQ. Das ist ein Video, was ich eigentlich so noch nicht gemacht habe auf meinem Kanal, nur weil ich jetzt in den letzten paar Wochen so... Gibt es da ein paar Fragen, die ich häufiger gefragt worden bin, und da möchte ich heute jetzt in diesem Video mal drauf eingehen. Im Hintergrund seht ihr, wie ich auf einem FFA-Server beim Aufwärmen da von ein paar Tryhards richtig aufs Maul bekomme, aber gut, kann dir mal passieren. So, die erste Frage. Ich habe die Fragen so in Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie wäre halt Fragen zum Adventskalender. Da gibt es ein paar Fragen, die ich auch ebenfalls häufig gefragt worden bin, und die möchte ich jetzt zuallererst mal beantworten. Die erste Frage ist dann auch schon vom Radium V bzw. auch Radium 5, je nachdem wie man das V interpretiert. Kein Plan, warum kann man eigentlich nicht mehr spammen? Das ist ganz einfach, YouTube hat ja letztes Jahr im Dezember seine Community-Richtlinien geändert, und wenn ich das heuer wieder so gemacht hätte wie halt in den letzten zwei Jahren mit dem Spammen, weil ich habe das immer so gemacht, dass man halt selber seine Chance erhöhen kann, desto mehr Kommentare man halt schreibt, desto höher ist halt die Gewinnchance, um auf ein Knife oder Preis, je nachdem wie verbogen. Nur, wenn ich das heuer wieder so gemacht hätte, wäre die Möglichkeit da gewesen, dass ihr alle eure Accounts verloren hättet, weil YouTube euch einfach gesperrt hätte. YouTube selber weiß ja nicht, dass ich euch ja dann mehr oder weniger dazu auffordere, unter meinen Videos zu spammen, und deswegen habe ich das ja heuer einfach so gelöst, dass da halt gar nichts sein kann. Und die nächste Frage wäre dann auch schon von Onur5737. Zahlst du das echt alles aus eigener Tasche? Du verdienst echt viel mehr Aufmerksamkeit, allein wegen solchen ehrlichen und geilen Aktionen. Erstmal danke, Mate, für das sehr gute Kommentar. Und ja, ich zahle das mehr oder weniger aus meiner eigenen Tasche. Das Ding ist, es ist halt nicht Geld, was ich so schon besitzt, also was halt mir gehört, es ist halt mehr oder weniger Geld, was ich durch YouTube verdiene. Ihr seht es, wenn ihr in die Videobeschreibung schaut oder auf dem Steam-Profil, ich habe halt überall mein Setup verlinkt, das sind halt Amazon Reflinks. Und wenn ihr dann zum Beispiel über diese Amazon Reflinks was auf Amazon bestellt, supportet ihr mich und unterstützt mich mehr oder weniger mit für die Giveaways. So finanziere ich halt meine Giveaways über die Reflinks. Und je nachdem, desto mehr Boys, beziehungsweise je mehr ich halt supportet werde über die Reflinks, desto größere Preise kann ich halt auch bei Giveaway. So finanziere ich dann halt auch meine monatlichen Giveaways, und dann gibt es dann noch einen kleinen Teil, den lege ich mir halt dann zur Seite für so Aktionen wie den CSGO Adventskalender. Und dann zahle ich zum Beispiel den größten Teil davon von den Einnahmen der Reflinks, und dann einen kleinen Teil zahle ich dann halt noch aus eigener Tasche dazu. Ja. Die nächste Frage wäre dann auch von Onur5737. Tut es nicht irgendwie weh, diese Skins zu verschenken, vor allem das Knife? Eigentlich nicht, weil sonst würde ich es ja nicht machen, wenn es mir weh tut. Wie gesagt, es sind ja... Ich finanziere das Ganze ja nicht so ganz aus der eigenen Tasche, ich habe es ja gerade schon erklärt. Und von dem her ist das ja eigentlich nichts, was ich nicht schon hatte. Und ich muss sagen, bei dem Knife, bei dem Bowie Knife Knight, das war schon ein echt nices Knife und hat auch gut zu meinen Handschuhen gepasst. Ich meine, ich sehe hier ja die Handschuhe im Hintergrund, was ich dazu getragen habe. Und kann sein, dass ich mir das Knife selber wieder holen werde, aber wie gesagt, sonst würde ich es ja nicht machen, wenn es mir leid drum wäre um die Skins. Nächste Frage wäre dann von Mark Bauer. Machst du das jedes Jahr? Es ist nicht fix. Kann gut, also die Chancen stehen gut, dass ich das nächstes Jahr wieder machen werde. Und ich habe das jetzt auch schon zum dritten Mal in Folge gemacht, beziehungsweise letztes Jahr und vorletztes Jahr. Nur wie gesagt, ich möchte da noch nichts versprechen, ob das nächstes Jahr wiederkommt. Ich meine, das ist in einem Jahr, da kann noch vieles passieren, noch vieles geschehen. Aber bleibt einfach mal gespannt. Nächste Frage wäre dann von Morgen. Wie findest du den Danger Zone Modus und was hältst du davon, dass CSGO jetzt free to play ist? Ich habe da schon mal was dazu gesagt in ein paar Videos von dem Adventskalender. Den Danger-Modus finde ich ist ein nices Extra. Es ist schön zum Spielen für zwischendurch, aber ist jetzt kein richtiger Spielmodus, beziehungsweise ich tryharde trotzdem noch weiterhin mein Matchmaking und Queue halt auf Global. Wie gesagt, zwischendurch ist der Danger Zone Modus richtig nice. Ich würde halt mal wünschen, dass sie es vielleicht dann im Server dann noch ein bisschen ausbauen, dass diese halt sagen, okay, man spielt damit, weiß nicht, 30 Leuten auf einer Map. Wäre halt, glaube ich, ein bisschen interessanter die Map, vor allem auch ein Stückchen größer, ein paar mehr Leute und ein paar
Bugfixes den Loot halt anpassen, weil hin und wieder gibt es halt, wie gesagt, Runden, da rennst du da 15 Minuten herum, findest nichts, keine einzige Glock, gar nichts. Dass Disco jetzt free to play ist, ich meine, ja, finde ich an sich ist eigentlich eine gute Idee, weil das die Playerbase wieder durchaus größer ist, kommen wieder mehr Leute auf CSGO und es gibt ja jetzt durch den Danger Zone Modus, gibt es wie ein paar Leute, die was halt jetzt nur den Danger Zone Modus spielen und halt von dem Matchmaking und dem ganzen Ranking System da halt jetzt nicht viel davon halten, weil es halt ja so Casual Player sind. Was mich da aber eher mehr abfuckt, ist, dass die halt das Prime geändert haben. Jetzt ist jeder Account, der beziehungsweise jeder, der was sich dann CSGO halt kauft, hat halt automatisch Prime. Du hast jetzt momentan viele Hacker und Smurfer, beziehungsweise gegen Hacker, es gab ja da glaube ich schon eine kleine Bun-Wave, beziehungsweise haben die das auch schon gut in den Griff bekommen mit dem Hacker. Klar gibt es momentan mehr als sonst, aber ist jetzt halt auch nicht so... Ja, es wird auf jeden Fall besser. Was mich aber dann eher mehr an... Ja, wie gesagt, es gibt halt Smurf-Accounts, viele jetzt. Ich muss selber zugeben, ich habe 5 Steam-Accounts, alle 5 haben CSGO. Und auf allen 5 habe ich jetzt Prime. Also, gönnduland für mich. Aber ich, ja, meine Main ist halt momentan LEM, mein Smurf ist LEM, mein nächster Smurf ist LE, der nächste ist DMG und der andere ist halt auch DMG. Und dem her skillmäßig ist nicht viel Unterschied. Nur ja, ist halt so. Nächste Frage wäre dann von Markus Griffin. Welchen Rank hast du? Momentan bin ich ja wie gesagt LEM, nur das switcht bei mir halt so hin und her. Ich wandere halt zwischen Supreme und LEE, rutsche ich dann immer wieder rauf und runter. Aber im Durchschnitt kann man sagen, ich halte mich auf LEM. Sakrato Gaming hat mich gefragt, machst du vielleicht demnächst ein Danger Zone Case Opening? Habe ich schon gemacht, am 24. Dezember, das ist jetzt das vorletzte, beziehungsweise wenn das Video dann online ist, ist es das vorvorletzte Video. Aber ich bin am überlegen, ob ich da nicht zu Silvester wieder was mache, weil Silvester ist halt, ja, da muss man das Luck bisschen herausfordern zu Silvester. Und außerdem mache ich das dann das nächste Case Opening nicht mehr im Santa Elmo Kostüm, von dem her könnte da auch mehr Luck vorhanden sein, sage ich mal. Weil Geben ist kein Fan vom Santa Elmo, weil Elmo, also der Santa ist einfach zu groß, der gönnt zu hart. Da steht Geben einfach schlecht da und deswegen gönnt er dem Santa nicht so viel. Der Suspect fragt mich, spielst du P2000 oder USBS? Boah, ich bin harter USBS-Player. Das ist ganz einfach, die USBS ist auf lange Distanz leichter zu spielen und die Header gehen besser rein. P2000 geht auch gut, One-Taps rein, überhaupt in Eco, also Eco-Rounds beziehungsweise in der Epistle-Rounds am Anfang geht gut rein, P2000 in den Kopf. Aber für lange Distanzen sind halt doch noch USBS besser zu spielen, finde ich. Und wenn man dann halt, wenn die Gegner halt eine Glock haben, ist es dann einfacher zu spielen, wenn du halt schaust, dass du halt eine lange Distanz zu den Gegnern beibehältst. Dass die nicht zu nahe an dich rankommen und du mit der USBS bist du da einfach definitiv ein Vorteil. NX Pausenbrot XN fragt, wie lange spielst du schon CSGO? Also CSGO selber spiele ich jetzt schon seit circa 3,5 Jahren. Ist eigentlich schon eine lange Zeit, aber da ist definitiv noch Luft nach oben, Boys. Und es bockt noch immer wie früher, sage ich mal, das Game, also... Jo. Nächste Frage ist dann auch von Rover. Hast du zuerst schon vor CSGO gespielt? Ja, CSS, also Source und 1.6 habe ich früher schon gespielt, vor CSGO. Nur das kann ich mehr oder weniger nicht wirklich zählen, weil das war halt ja hier und da mal ein bisschen daddeln auf LAN-Partys und da war halt weit entfernt von dem Tryhard, was ich heute mache. Beziehungsweise was ich heute versuche zu machen. Und die nächste Frage wäre dann von OneTaber. Wie sieht's eigentlich aus mit der Medaille? Machst du 2019 wieder am 1.1. ein Video bzw. Livestream? Wo du dir die holst oder machst du das nicht mehr? Klar, mache ich das am 1.1. kommt wieder ein Video, wo ich mir dann die Service Battle 2019 hole. Werde dazu dann auch ein paar Wörter sagen, wie sieht es dann aus, wie schauen die Farben halt dazu aus. Von den nächsten Medaillen gibt es so eine Art verschiedene Prestiges, weil du kannst ja die nicht nur einmal bekommen, die Service Battle. Wenn du halt Level 40 bist, bekommst du eine Service Battle. Dann bist halt wieder Level 1. Und hast aber dann diese Medaille. Und wenn du dann wieder Level 40 in diesem Jahr kommst und kannst du die dann noch ein zweites Mal anfordern, dann ändert sich halt die Farbe. Aber ich meine, der Großteil von euch weiß ja, was die Service Medal ist. Und ich werde, wie gesagt, im 1.1. dann dazu wieder ein Video machen.
Die Mac10 fragt, MP5, SD oder MP7? Die MP5 ist für Eco-Rounds, beziehungsweise wenn die Gegner halt eine Eco-Round haben, ist die, finde ich, besser, weil die geht einfach besser rein, schießt schneller und der Gegner ist einfach schneller tot, wenn er halt keinen Kevlar hat. Ansonsten würde ich die MP7 empfehlen, weil in den meisten Runden haben wir die Gegner einfach Kevlar und da rollt die MP7 dann doch besser durch. Von dem her empfehle ich eher mehr die MP7 als die MP5. Auf dem Spielen her spielen sie sich eigentlich fast gleich. Papa Platte fragt, wie viele Knives hast du? Das ist eine gute Frage, weil das weiß ich selber jetzt nicht. Da muss ich mal, warte mal, ich habe das Karambit Stat Track Infectry New. Ich habe das M9 Crimson Web Stat Track Minimalware. Ich habe ein Huntsman Slaughter. Ich habe ein Flip Knife Stained. Ich habe ein Falcon Knife Damascus Steel Number One Float. Also Number One Float of the World. Beste Falcon Knife Damascus Steel, was es gibt. Was habe ich noch? Ich habe ein Butterfly Stat Track Marble Faden FN. Und dann habe ich noch, ich glaube, das waren es alle. Das Bowie Knife Knight habe ich ja nicht mehr. Ja, sind es nur 7 Stück. Ponga Malik fragt, was war dein bester Rank bisher? Mein bester Rank war bisher Supreme. Ich habe Supreme jetzt, glaube ich, das erste Mal war es vor einem halben Jahr erreicht. Und jetzt insgesamt war ich, glaube ich, schon 3, 4, 5. Keine Ahnung, wie oft ich schon Supreme war. Das Ding ist, sobald ich Supreme kurz vor Uprank bin, auf Global verliere ich alles, weil ich dann auf einmal Gegner habe, die mit 6, 7, 8.000 Spielstunden härter drücken als ich beim Kacken, Alter. Das ist teilweise echt unglaublich. Also da habe ich dann wirklich teilweise Gegner im Team, Enemies im Gegnerteam, die was halt einfach so krass drücken. Da fehlt mir halt noch ein Stück. Welche M4 spielst du, fragt Sheldon Kappa. Momentan spiele ich die, beziehungsweise ich spiele generell lieber die Silence M4, weil die einfach präziser ist und da geht einfach besser in den Head rein, auch auf lange Distanzen. Zum Sprayen, beziehungsweise wenn die Gegner dich halt pushen, du stehst irgendwo close und musst dann halt alle wegsprayen, ist die halt nicht so gut, weil die hat nur 20 Bullets im Magazin, da will ich dann die MPA4 spielen. Ist halt wieder so, kommt halt auf den Spielstil an. Bei der Silence spielst du halt auch wieder mehr darum, dass du die Gegner auf Distanz hältst und ja, das ist halt je nachdem. Bei der Silence spiele ich momentan die M4A1 Knight in Souvenir FN und wenn ich halt dann, wie gesagt, die M4A4 spiele, habe ich dann halt die Hall am Start. Valiosu fragt, warum hast du so viele Graffitis? Boy, das ist ganz einfach. Es ist, der Grund deshalb ist, weil ich einer von den wenigen Boys bin, was die Graffitis tatsächlich usen. Ja, ich enjoy die Graffitis wirklich hart. Also, das ist nice, nice, nice. Marco Meyer fragt, woher hast du die ganzen Skins? Boy, mein Inventar ist im Prinzip das Ergebnis von 3,5 Jahren langen Tryharden in Matchmaking sowie auch Inventar. Ich bin einfach ein Boy, der was damals sehr viel gegambelt hat, damals auch viele Cases gehebelt hat. Ich hatte damals definitiv mehr Luck beim Geben als heute. Heute ziehe ich Blue Skins only fast. Und damals habe ich einfach 50 Kisten aufgehebelt, easy, 2 Knives, go. Also, wie gesagt, da gibt es auch ein Video von meinem Best Rare, also meinem Most, oder wie heißt das Video, ich glaube, All My Rare Special Items. Teil 2, beziehungsweise da gibt es schon 2 Teile. Kann ich euch mal empfehlen, dass ihr seht ihr, was ich da nicht schon alles geunboxed habe an Knives. Und das Schlimme ist, dass größtenteils von den Skins waren in den ersten 2 Jahren und jetzt in den letzten 1,5 Jahren habe ich so gut wie gar nichts davon aufgegeben. Da waren, glaube, was waren dabei? Ich glaube, in den letzten 1,5 Jahren habe ich ich sag mal, ich habe insgesamt schon 10 Knives geunboxed oder so, 10 mal Rare Special Items und von den, auf jeden Fall mein Inventar ist einfach das Ergebnis von 3,5 Jahren Gambling, Case Opening, Trading, Betting, also auf E-Sport Spiele, Wetten halt. Und ja, also Trade-Up Contracts im Prinzip, ich habe alles gemacht in CSGO, was halt so dazu gehört. Und jetzt nach 3,5 Jahren, sage ich mal, kommt da halt schon einiges zusammen. So, dann haben wir hier noch eine Frage von Sagrato. Ich will auch was gewinnen. Könntest du mal deine Settings zeigen? Es ist noch eine Frage vom Adventskalender, ja.
Meine Settings könnte ich zeigen, werde ich aber nicht, weil ich momentan selber keine Settings habe. Also ich experimentiere da momentan ziemlich herum und switch hier und da mal das und stell das um und stell das um. Und versuche halt selber jetzt den momentan oder die idealen Settings für mich zu finden. Wenn ich dann mal die richtigen Settings für mich gefunden habe, können wir nochmal darüber reden und kann ich euch gerne mal meine Settings zeigen, beziehungsweise wo verlinken. Yo Boys, das Video dauert doch länger als was ich gedacht hätte, deswegen teile ich das jetzt einfach mal in zwei Teile auf. Der zweite Teil wird dann irgendwann nächsten Jahr kommen, die nächsten ein bis zwei Wochen mal gucken. Weil ich möchte dann halt auch schauen, dass da ein bisschen Abwechslung im Content dabei ist, natürlich durch mal wieder ein Matchmaking-Highlight-Video online kommt. Aber was ich halt auch noch sagen möchte, an all die Boys, die was bis jetzt noch treu am Zuschauen sind, denen kann ich gleich mal was spoilern. Und zwar geht am 1.1. dann, wenn das Video zur Verdienstmedaille 2019 online kommt, in diesem Video wird dann auch gleich das erste Monats-Giveaway starten, beziehungsweise das Monats-Giveaway Jänner. Es wird voraussichtlich ein RK-Platzboard für Giveaway. Vielleicht werde ich mich auch noch umentscheiden und werde dafür zwei kleinere Preise für Giveaway. Aber da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch da halt lieber wäre. Ihr könnt mir auch ebenfalls noch Fragen in die Kommentare schreiben, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. Dann kann ich das vielleicht noch in dem zweiten Teil dann ergänzen, dass da vielleicht noch die eine oder andere Frage von euch mit dabei ist. Und dann würde ich mich auch noch über einen Daumen nach oben freuen, würde mich auch sehr unterstützen, würde mich über jeden Support freuen. Und dann sage ich auch noch Ciao, beziehungsweise bevor ich das Video beende, wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, Boys. Das ist ja, Silvester ist ja übermorgen. Ja, dann sage ich auch noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.